Hi, ich bin Dr. Colli, ich bin Hi. Ja, Freunde, meine erste Tabakernte hängt jetzt schon 2,5 Monate zum Trocknen und Fermentieren. Ja, und was ich bis jetzt gelernt habe aus dem Internet über das Rollen von Zigarren, traue ich mir doch zu, eine Zigarre zu rollen. Ja, dazu nimmt man als erstes mal diese, jetzt komme ich dauernd gegen das Kabel, das ist natürlich blöd. Man holt erstmal diese Mittelachse hier raus, diese Hauptrippe. Ja, im Video sieht das ganz einfach aus, einfach bschip, aber so einfach ist das nicht. Ja, diese Blattstücke ergeben im Normalfall das Innere der Zigarre. So, und dann nimmt man die großen, guten Blätter. Da macht man auch die Mittelrippe raus. Die haben da sogar ein spezielles Messer für. So, das werden die Deckblätter. Und das werden die Kerne, die eigentliche Zigarre. Ja, und zwar soll man die eigentlich nicht rollen, sondern knittern. So. Zusammennehmen und runddrücken.
Tja, so ungefähr. Ah, ich muss jetzt erstmal den Kamerawinkel verändern, weil, Augenblick. So, weil jetzt läuft mir das Kabel nicht mehr direkt vor der Nase entlang und ich kann meine Arme richtig benutzen. So, die Rippen müssen entlang der Zigarre laufen. Und da fangen wir an. Also für Arnold oder für Fidel wäre die wahrscheinlich nicht dick genug, fürchte ich. Cohiba. Eine Cohiba. Upsa. Na, Schnüffelchen. Also es überzeugt mich noch nicht so ganz hier. Und mit Maisstärke und ein bisschen Wasser. Macht man den Kleber.
Und dann taucht man den Finger da ein. Und die Profis, die haben jetzt so ein Holzbrett mit so Vertiefungen, mit Spitzen an beiden Seiten. Und da legen die die rein zum Trocknen, und damit die schön gerade wird. Das habe ich natürlich nicht. Sieht gut. Ja, da bin ich mal neugierig. Die muss natürlich jetzt noch weiter trocknen. Die kann man so noch nicht verwenden. Die ist ja glücklicherweise noch ein bisschen weich, weil wir die letzten Tage hier ziemlich nasses Wetter hatten. Aber das ist gut so, weil sonst würde die ja wie ein trockenes Blatt zerbrechen und dann könnte man keine Zigarren rollen. Ja, und hier könnte man eigentlich einen Blunt von machen. Oder Blunt. Am besten den ganzen Zweig reindrehen. Tja. Na, das Ding lassen wir jetzt mal gut trocknen. Also für meine erste finde ich die gar nicht schlecht, die Zigarre. Nun ja, in diesem Sinne, Freunde, stay high.